Ihr braucht 3 Blätterteigböden, am besten schon rund ausgeschnitten. Wenn ihr keine runden Böden bekommt, könnt ihr natürlich auch den ganz normalen aufgerollten Blätterteig verwenden. Dann nehmt ihr dann am besten so einen Tortenring und stecht es da damit aus. Ich habe meinen jetzt auf 26 cm eingestellt. Leider, wie ihr sehen könnt, ist er nicht ganz breit genug. Da könnt ihr einen Trick anwenden. Und zwar schneide ich mir hier am Ende ein Stück ab. Dann befeuchte ich mir ein bisschen hier mit dem Finger den Rand. Lege das Stück drauf. Drücke es an und streiche es dann hier so aus, damit es nachher dann aneinander hält. Den Teig umdrehen und auf der anderen Seite die Prozedur genauso. Da euch sonst der Blätterteig hier an der Nahtstelle auseinander geht. Und dann schneide ich mir meinen Boden aus. Ringsum gut andrücken. Den Backofen vorheizen auf 220 Grad. Und da, wo es nicht ganz funktioniert hat, einfach mit dem Schneidrad mit nachhelfen. Dann auf dem Backblech legen. Mit einem Backpapier zudecken. Und ein zweites Backblech drüber legen, damit der Boden nicht so unkontrolliert aufblättert. Und dann bei 220 Grad backen. Da müsst ihr schauen, das ist sehr unterschiedlich. Von 8 bis 15 Minuten hat es bei mir alles gedauert. Einfach ab und zu mal reingucken. Dann nehmt ihr etwas rote Marmelade und erhitzt sie so lange, bis sie kocht. Nach dem Backen vom Backblech nehmen und dann gleich mit der heißen Marmelade einstreichen. Die Marmeladenschicht bei allen Böden wiederholen. Beim obersten Boden sollte die Schicht etwas dicker sein, damit nachher die schöne rote Farbe durch den Zuckerguss durchblitzt. Und dann die Marmeladenschicht trocknen lassen. Diese Marmeladenschicht, die verhindert euch, dass die Blätterteigschichten zu schnell durchweichen und dann matschig werden. Dann etwa 2 Esslöffel Puderzucker mit ein bisschen Wasser anrühren, bis man einen dickflüssigen Zuckerguss bekommt. Dann damit den oberen Deckel einstreichen. Wenn der Zuckerguss noch zu dick ist, einfach mit etwas mehr Wasser verdünnen. Es sollte nur eine leichte Zuckergussschicht werden, damit eben die rote Farbe von der Marmelade noch durchblitzen kann. Jetzt etwas antrocknen lassen und danach in 12 Tortenstücke schneiden. Dann ein Glas Sauerkirschen abgießen, abtropfen lassen. Dann ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Und ein Esslöffel Zucker mit dem Saft verrühren. Dann unterrühren, zum Kochen bringen. Wenn der Kirschsaft eingedickt ist, gibt man noch die Kirschen drunter. Lässt es nochmal kurz aufkochen. Und dann den Topf vom Herd nehmen und die Kirschen abkühlen lassen. Einen der Blätterteigböden auf eine Tortenplatte legen, mit einem Tortenring umspannen und dann die abgekühlten Kirschen drauf geben.
verteilen und glatt streichen. Und dann vollen Sack halten lassen. Dann schlägt man Sahne steif. Als erstes etwas anschlagen. Dann Vanillezucker mit Sahne steif mischen. Und während im Weiterrühren dazugeben. Und danach noch vollends steif schlagen. Dann von der steif geschlagenen Sahne etwas in den Spritzbeutel mit Stammhülle geben. Das brauchen wir nachher zur Deko. Und das kommt jetzt so lange in den Kühlschrank, bis wir es brauchen. Dann etwa ein Drittel auf die Kirschen geben. Und glatt streichen. Dann kommt der nächste Boden rein. Und darauf wird die restliche Sahne gegeben. Dann verteilen und ebenfalls glatt streichen. Und darauf gibt man jetzt den in Stücke geteilten Blätterteigboden. Dann habe ich hier Belegkirschen. Die schneide ich einmal in die Mitte auseinander. Dann bekommt noch jedes Tortenstück eine Sahnerosette. Und wird dann mit einer halben Belegkirsche gekrönt. Und schon ist diese mega schnelle Torte auch schon fertig. Ganz kurz im Kühlschrank noch ein bisschen anziehen lassen und dann kann man sie auch schon servieren.